Guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Thomas Bob und heute geht es wieder um die Trading mit Saisonalitäten-Serie im Traders Magazin. Mittlerweile gibt es über 50 Ausgaben und auch in dem Monat wieder mal zwei mögliche Chancen auf haushohe Gewinne, wenn es nicht anders kommt. Also, die erste Trading-Idee, um die es heute hier geht, ist Rohöl. Den Chart sehen Sie hier. Ab hier soll es im Rohöl nach oben gehen und zwar im Durchschnitt um 482 Ticks. Das sind 4,82 Dollar für Rohöl bei einem durchschnittlichen Verlust von 268 Ticks. Das wären dann ungefähr 2,7 Dollar. Und maximal konnte man sogar über 12 Dollar damit verdienen, wenn man hier eine Long-Position aufbaut. Rohöl kann man übrigens über Optionen, über CFDs, über Future handeln. Und wie man hier sieht, ist der Aufwärtstrend gebrochen und jetzt ist schon das zweite Mal ein Pullback an diese Trendlinie zu sehen. Wenn also Rohöl es wirklich schafft, nochmal über diese Linie hier zu steigen, dann wäre ich vollends bullig. Und dann dürfte Rohöl wahrscheinlich auf ein neues Jahreshoch, Mehrjahreshoch steigen. Wir können aber auch mal diese Linie hier verschieben. Und dann wissen Sie schon mal, wo Sie Ihren Verlust begrenzen sollen, wenn denn diese Position von Ihnen aufgebaut wird. So, jetzt ist natürlich die Frage, wo geht man hier long? So, hier gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder man baut eine Long-Position auf über diesem Hochpunkt hier bei knapp 64,50 Dollar. Dann müsste man hier den Chart etwas zusammenstauchen. Das mache ich jetzt mal für Sie, damit wir sehen, wo die Sache sozusagen hinführen soll. Wir müssen nämlich dann auch das hier etwas verschieben an die entsprechende Stelle. Das mache ich jetzt mal. Und dann würde Rohöl möglicherweise steigen wollen bis auf ungefähr 72,10 Dollar. Von hier aus, das würde bedeuten, Sie haben dann im Endeffekt 5 Dollar an möglichem Ziel bei einem möglichen Anfangsrisiko von 4,5 Dollar, weil das muss ja hier unter dieser roten Linie liegen. Das wäre also die Möglichkeit, hier eine Long-Position aufzubauen. So, die zweite Möglichkeit sehen Sie hier. Das ist ein 4-Stunden-Chart von Rohöl. Da sieht es schon mal gut aus. Rohöl hat hier den Supertrend-Indikator nach oben gekreuzt, hat diese gleitende Linie, die jetzt hier immer entlang des Kursverlaufes mitmeandert, nach oben gekreuzt. Der Supertrend-Indikator steht hier unten. Hier kann man im Endeffekt eigentlich jetzt schon eine Long-Position aufbauen und platziert sein Stop bei 60,76 Dollar. Wer natürlich noch auf der sicheren Seite sein will, der wartet noch zwei bis drei Kerzen. Was wir hier unten sehen, ist der CCI, Woody's CCI, hier steht's, Indikator. Einstellung 14,625. Sie können sich den CCI einstellen mit dieser Einstellung. Wenn es zu einer sechsten Kerze mit einem CCI über der Nulllinie kommt, auch wenn Sie diese Farben hier nicht sehen, dann ist der CCI in einem, der Entschuldigung, Rohöl in einem bestätigten Aufwärtstrend. Das bedeutet, dann sieht er hier unten so aus wie hier, dann ist er blau. Und solange der blau ist, kann sich diese Bewegung nach oben dann richtig fortsetzen. Hier sehen Sie übrigens einen kurzfristigen Indikator, der für mich so nur persönlich Timing-Hinweise gibt. Sie sollten den längerfristigen Indikator nutzen. Sie sehen schon, wie lange hier Trendphasen andauern, wenn es denn zu einem Umschwung, zu einem Umschwenken der Farbe von Rot auf Blau und umgekehrt kommt. Also, hier können Sie normalerweise schon längstens eine Position aufbauen mit einem Stop hier beim Supertrend-Indikator. Das würde passen. So, jetzt habe ich aber etwas, was gegen diese Position spricht. So, und den Chart sehen Sie hier. Hier habe ich jetzt nochmal diese Linien angepasst.
Was spricht gegen diese Positionen? Gegen diese Position spricht das Verhalten der Commercials, der kommerziellen Marktteilnehmer. Sie sehen hier unten die Daten des Commitment of Traders Report und da zeigen diese roten Balken, dass die Commercials massiv short im Rohöl sind, während große Spekulanten hier massiv long sind. Das ist übrigens die höchste, ich mache es jetzt mal ganz breit, 10 Jahre. Das ist übrigens der höchste Stand in beiden Anlegergruppen, seitdem es überhaupt diese Daten gibt. Ich mache das jetzt mal, das sind jetzt erst ab 2008. Jetzt mache ich das mal alle Kurse und da sehen Sie hier, die Commercials, die waren noch nie so short, wie wir es hier jetzt sehen, zum aktuellen Zeitpunkt. Ob das natürlich jetzt ein Hinweis ist, dass man da lieber die Finger davon lässt, ist eine ganz andere Geschichte. Aber da ja Rohöl hier zum zweiten Mal ein höheres Hoch gemacht hat, ist eigentlich der Weg nach oben eher vorgegeben als nach unten. Wir könnten hier jetzt nochmal eine Signallinie einfügen. Das wäre dann hier zum Beispiel, Moment, wo habe ich es hier, Trendlinie. So, wer also sozusagen noch eine dritte Möglichkeit haben will zum Einstieg, der soll abwarten, bis Rohöl diese grüne Linie, die momentan bei 62,47 US-Dollar pro Barrel verläuft, wenn dieser Abwärtstrend überschritten wird, dann haben wir hier eine dritte Möglichkeit, long zu gehen. Man kann sich aber, wie man hier sieht, noch etwas Zeit lassen, denn die Bewegung hier kann noch bis zum, was haben wir hier für einen Tag, bis zum 16.03. mehr oder weniger seitwärts tendieren, bevor der große Anstieg hier, den Sie hier anhand der grünen saisonalen Linie sehen, wirklich statten soll. So, meine Damen und Herren, das war es wieder mal aus meiner Analystenstube zu Rohöl. Die nächste Trading-Idee ist dann der US-T-Bond. Da gibt es am 9. März einen Film. Mein Name ist Thomas Bob und bis zum nächsten Mal. Tschüss.